bekommen wir jetzt hier mal endlich einen MMR-Wert. So, interessantes Bild von meinem Verbündeten da. Okay, Elite, das gefällt mir natürlich immer überhaupt nicht. Quick Supply könnte man hier nehmen. Hello again, ja, aber eigentlich nicht zu mir. Heavy Armor Specialist oder Rhino? Ich weiß nicht, ob die hier so besonders gut sind in einem defensiven Setup. Okay, die kennen sich hier wohl schon. Ich denke, ich nehme mal Quick Supply. Und jetzt mal sehen, wie das Ganze hier aufgestellt ist. Ah, welche Richtung? Wo ist denn hier mein Alliierter? Was ist denn das? Ist das jetzt hier endlich Siege? Tatsache! Das ist ja merkwürdig! Das heißt, wir stehen uns hier so gegenüber und die laufen dann hier so durch? Lustig. Das hatte ich noch überhaupt gar nicht. Also Giant Specialist ist ja hier. Okay, dagegen ist die Artillerie natürlich ziemlich gut. Ja, dann stellen wir uns doch mal hier auf. Beziehungsweise hier, ja, lass mal das so, auf diese Weise. Artillerie mal so ganz standardmäßig in die Mitte. Ist ja jetzt eigentlich hier fast wie im One vs. One. Was nehmen wir denn dazu? Normalerweise wären da Arclights zum Ergänzen nicht schlecht. Weil der Chaff Clear ist halt hier nicht so toll. Man könnte natürlich hier sogar auch Tanks dazu nehmen, aber die sind seit neuestem ja so ein bisschen schwach auf der Brust. Ich nehme mal zwei Arclights dazu. Die stelle ich auch mal außen hin. So. Und dann hoffe ich, dass natürlich hier diese Marksmen nicht hier auf diese Arclights gehen. Wir können hier drüben aber mal schauen. Also das ist hier auch der Gegner und das ist dann mein Verbündeter. Okay, das sieht so ähnlich aus. Die 200 lassen wir uns jetzt mal hier übrig und können dann flexibel auf den Gegner reagieren. So zumindest der Plan. Und dann schauen wir mal. Die lasse ich hier sogar ein bisschen weiter vorn, dass sie hier eine Frontline bilden. Wenn die hier ganz hinten hinkommen, wird es vielleicht zu spät. So, jetzt geht es ja auch schon los. Okay, er stellt sich ja aggressiv auf. Da hätte ich natürlich mich hier anders positionieren müssen. Der geht jetzt auch sehr schnell auf den Arclight hier. Wahrscheinlich. Ah, nein, doch nicht. Hier stelle ich, brauche ich aber natürlich trotzdem noch ein bisschen Schaff, ja. Zumindest habe ich auf der Seite ein paar Crawler, sodass die den Tower jetzt wahrscheinlich bekommen werden. Und dann könnte ich hier doch noch gewinnen, eventuell. Mal schauen. Mit Debuff ist das ganz gut. Die werden sich aber hier sehr lang mit diesen paar Mustangs beschäftigen. Das ist halt immer das Problem. Und dann kommen diese ganzen Marksmen ran. Aber dann könnte ich auch eventuell wieder einen Debuff bekommen. Mal gucken. Ah, jetzt genau nicht hier. Aber ich denke, das wird noch. So, und er fliegt jetzt einfach mit Wespen durch, oder was? Sind das jetzt feindliche Wespen oder Verbündete? Nein, es sind feindliche. Okay. Dagegen kann ich jetzt natürlich hier nichts machen. Wir benötigen also Anti-Air. Oh, wie viel Leben haben die denn hier? 8800? Das ist aber eine Menge. Okay. Also man könnte hier Fangs nehmen. Das wäre durchaus möglich. Ist natürlich gegen hier diese Mustangs immer nicht so toll. Man könnte jetzt auch einfach Tanks davor stellen. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das Gute für ihn ist dann aber, wenn er das und das nimmt, dann ist das hier schlecht. Könnte ich aber auch rausverkaufen. Nehmt trotzdem den Sledgehammer. Eventuell muss ich ihn halt verkaufen. Ich stelle den mal hier so frontal davor. So, und dann müssen wir hier natürlich noch ein bisschen was ergänzen. Wie machen wir das? Also ich baue jetzt hier erstmal trotzdem kein Anti-Air. Ich muss mich erstmal hier drum kümmern. Sodass ich hier einmal noch ein paar Crawler nehme. Und dann ergänzen wir auch noch ein paar Fangs dazu. Die sollen hier so mit nach vorn laufen. Und was nehmen wir noch? Ich könnte noch ein Tankregiment holen. Wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, wenn er dann Bolts oder Hacker hat, dann ist es nicht ganz so toll. Bedeutet für mich, ich hole jetzt vielleicht sogar noch einmal Artillerie. Wäre eine Möglichkeit. Oder halt nochmal Fangs. Die könnte ich hier so hinstellen.
Oder halt hier, dass die auch noch ein bisschen später mit nach vorne kommen. Das ist eigentlich ganz okay. Was man hier auch machen könnte, je nachdem, was er hat, wenn er Hacker hat, ist ein Schild hier ganz gut. Das heißt, ich stelle jetzt mal hier ein Schild und werde jetzt einfach nochmal hier... Naja, ich hätte jetzt das noch drücken können, ist auch kein Muss. Er hat selber hier Tanks geholt. Das ist eine merkwürdige Wahl, ehrlich gesagt. Aber mag jetzt hier auch erstmal nicht schlecht sein, ja. Die tanken halt groß, aber man sieht, aktuell fahren die ganzen Mustangs halt direkt davor. Dann bringt das nicht allzu viel. Und idealerweise bleibt dieses Schild ja dann sogar stehen. Jetzt muss ich nur schauen, da drüben mit der Situation, wenn der gegen die Wespen hier nie klarkommt, weil er hier nur die Fangs dagegen hat, dann muss ich halt irgendwas gegen Wespen machen, sonst verlieren wir halt ständig, ja. Könnte unter Umständen sowas wie, ja, späte Mustangs hinstellen. Die sind hiergegen jetzt nicht besonders toll. Aber man kann es halt machen. Und verliert hier wieder gegen die Wespen, ja, leider. Beziehungsweise mit einem guten Debuff-Timing, wobei den Tower holt er sich ja auch. Vielleicht komme ich ja noch rechtzeitig hin, aber das dauert hier ewig, ne? Gefällt euch die Art der Map? Ist irgendwie ein bisschen anders. Ich würde es jetzt mal nicht deaktivieren, aber ich glaube gesehen zu haben, dass manche speziell diese Map nicht spielen. Aber da wir es ja hier 2 vs 2 sowieso wegen der Abwechslung so ein bisschen spielen, ist es, denke ich, nicht allzu schlecht. So, jetzt hier der Debuff rechtzeitig? Ja, das hat hingehauen. Da muss ich vielleicht mich noch nicht allzu doll beeilen mit Anti-Air. Weil ich halt Anti-Air dann sowieso irgendwann brauche, ja. Gut, jetzt könnte ich hier selber die Wespen spielen. Subsidized Crawler. Auch nicht schlecht. Aber Amplifying Core ist, glaube ich, hier am besten. Und hier könnte man jetzt einen Vulcan spielen. Der wäre auch ganz gut, aber ich setze das mal hier auf die Tanks drauf. Ich denke, die leisten hier gute Arbeit. Den werden wir auch nochmal upgraden. Auch die Artillerie würde ich hier einmal upgraden. Und solange man halt zwei nur hat, kann man die ruhig upgraden. Man kann ja schnell raus verkaufen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, und hier hat der seine Wespen so positioniert. Ja, dann machen wir das jetzt einfach so, oder? Dann nehmen wir einfach mal gewissen Flankenschutz. Der kommt hier auf die Seite noch mit. Und dann haben wir noch ein bisschen Anti-Air eventuell gegen diese feindlichen Wespen, ja? Ich möchte halt, dass die wirklich spät hinzukommen eigentlich. Hier ist es fast egal. Und dann müsste ich denen eigentlich noch Reichweite geben, sonst fahren die ja hier einfach rein. Und sterben weg, ja. Okay, schön, wie gesagt, dieses Schild. Jetzt überlegen sie sich hier auch noch so ein bisschen. Okay, er nimmt jetzt hier diesen Overlord. Das ist eine ganz okay Wahl gegen das, was ich hier habe. Er braucht ja sowieso einen Shieldbreaker. Der lässt sich natürlich gut ablenken durch diesen ganzen Chuff hier. Und da muss ich dann halt schauen, ob ich noch was anderes hole als diese Mustangs. Normalerweise brauche ich natürlich was. So, auf der Seite hat er hier nämlich jetzt auch noch ein bisschen mehr gestellt, aber da ist der eine Arklett hier ganz gut. Okay. Also hier muss ich aber aufpassen. Eventuell muss ich hier doch noch ein bisschen was stellen. Die Seite will ich auf keinen Fall verlieren. Ja, und ich brauche hier noch was dagegen. Aber ich denke, wenn ich denen hier Reichweite gebe, dann sollte das auch ausreichen. Schnell noch ein Debuff. Mhm, kommen jetzt hier wieder Wespen runter. Da knabbert schon was dran. Ist mir ja mein Pudding umgefallen. Glücklicherweise habe ich den schon so gut wie aufgegessen. Na, Schokoflecken auf dem Tisch. Okay. Die haben jetzt hiervon abgelassen. Achso, weil es sein Tower war. Was habe ich jetzt hier? Das ist eigentlich das Gesamt-ADR. Oh, ich habe keinen Speed gedrückt. Ist ja gut. Geduld, Geduld. So, komme ich noch schnell genug ran? Nein, das wird nicht reichen. Okay.
Können natürlich auch ein paar Anti-Air-Marksmen hinstellen, wäre auch eine Möglichkeit. Redeployment. Das brauche ich eigentlich alles nicht wirklich. Ich skipp das mal. Zu denen gehen wir ruhig noch ein Level. Die haben ja eigentlich einen ganz guten Job gemacht. So, und hier. Den gebe ich, glaube ich, einfach generell Reichweite. Und wenn ich hier schon einmal Reichweite gegeben habe, dann kann ich hier, denke ich, auch noch zweimal welche holen. Und fahren hier mal noch welche mit nach vorne. Und hier auf der Seite, die splitten so ein bisschen und fahren hier noch mit rüber. Den werden wir nochmal leveln. Und dann gewinne ich, denke ich, diese Seite wieder. Und hier, naja, wenn er jetzt noch mehr Overlords spielt, dann muss ich mir halt noch was anderes überlegen. Dann hole ich vielleicht noch ein paar Marksmen mit dazu. Was man auch machen könnte, sind Phönixe mit Reichweite. Ja, irgendwie sowas halt. Oder einen Melter. Ein Melter hiergegen ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Der bleibt halt sehr viel an diesen Sachen hier hängen. Wobei, ich habe dann hier insgesamt doch okay einen Schaff-Clear. Ja. Ah, die sind halt gefährlich hier. Ja, mit Item und dann hier Level 3 und er hat ja Elite auch noch drauf. Also das könnte er alles machen. Ignite hat er drauf. Okay. Dann vielleicht doch kein Melter. Muss ja immer dran denken, was dann ist, wenn hier was übrig bleibt. Okay, und er spielt hier seine Arclight mit Luftverteidigung. Die habe ich halt auf den nicht mit drauf. Ich finde das hier eigentlich einen wesentlich besseren Tag. Im 2 vs. 2 ist es aber, denke ich, gar nicht so schlecht, Luftverteidigung zu spielen auf den. Im 1 vs. 1, naja, da würde ich es halt ja nicht machen. Auch da ist es natürlich vertretbar, ja. Okay, er stellt jetzt hier auf der Seite auch nochmal einen Overlord. Und hier habe ich nicht so viel Chaff. Das heißt, das geht hier dann natürlich direkt verloren. Bin ich hier hoffentlich relativ schnell. Mhm. Okay. So, das muss alles sterben, bevor hier der Debuff kommt. Aber so ist zumindest, muss ich mich vor den Wespen hier nicht fürchten. Das ist schon mal ganz gut. Idealerweise bleibt das Schild auch noch stehen. Leider steht noch ein bisschen Artillerie drin. Aber ich kriege hier noch den Debuff rechtzeitig. Dann sollte das passen. Ich könnte natürlich auch hier einfach Anti-Air ausgeben noch. Oder was ich machen kann, anstatt Anti-Air könnte ich auch einfach Attack auswählen. Dann bin ich gegen alles halt gut damit. Okay, mehr HP, eine Barrier. Ich hatte ja überlegt, eventuell hier einen Melter zu spielen gegen die. Wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht, jetzt wo ich das Schild noch im Angebot habe. Ich glaube, das mache ich so. Nehme ich mal den Melter. Dann kommt der hier hin, kriegt er noch das Schild drauf. Sollte das hier so ein ziemliches Bollwerk sein. So, die muss ich hier upgraden. Hier brauche ich eigentlich auch noch zusätzlich was. Also eigentlich noch mehr Chaff. Hm, dann kann ich mir die ganzen Upgrades aber hier eventuell nicht leisten. Aber ich brauche mehr Chaff. Stelle ich einmal noch hier welche hin. Ich stelle halt einmal hin und gebe zwei Upgrades aus. Dann machen wir es einmal auf der Seite und einmal hier. Könnte auch einen Kredit ausgeben, aber es ist halt ultra früh, ja. Jeder hat noch sehr viel Leben. Was man auch machen könnte, ist theoretisch hier eine Artillerie zu verkaufen. Aber killt ja doch immer mal ein bisschen was, ne? Sieht man das hier? Total Damage, wie viel es gemacht hat. Ja, schon ein bisschen. Weiß jetzt nicht, ob das besonders gut ist. Die hat natürlich wesentlich mehr gemacht. Aber okay. Ja, jetzt holt er Vulcans. Da ist das natürlich hervorragend jetzt, der Melter. Der braucht dann halt nur noch Reichweite. Und stelle ich hier auch noch einen Melter hin, dann ist das Setup eigentlich relativ klar. Und deswegen auch gut, dass ich hier Reichweite drauf habe. Hat er da schon einen Tech drauf vergeben? Nein. Lustig hier auch das Upgrade. Armor Enhance mit auf dem Vulcan. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Hier wird es jetzt halt hässlich für mich, ja. Gerade wenn jetzt Vulcans da sind, ja, da ist so hier Artillerie dazu haben nicht schlecht. Oh, hat er hier ein Item draufgehauen? Das mit der Produktion? Nee, hier auf dem, ne? Okay. Jetzt muss ich hier aber wieder schnell fertig werden.
Das hat geklappt. Jetzt kann er auch gerne den Tower hier haben. Bisschen Angst muss ich haben hier vor der Feuerbombe, falls er das macht. Da muss ich dann halt dolle schilden. Okay, komm schon. Dann ist natürlich interessant. Ah, okay, mein Alliierter hat hier gewonnen. Ja, hier wäre es jetzt halt übel, wenn das hier jetzt hier alles verbrennt. Aber im Zweifel hätte ich dann ja immer noch Melter stehen. Die hätten dann auch noch gewonnen. Okay. Sehr schön. Die haben jetzt auch ordentlich Schaden genommen. Fortress. Hacker. Sabertooth. Man kann Sabertooth mit Raketenabwehr spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Könnte Hacker spielen, um hier alles durcheinander zu bringen. Bisschen mehr Chaff Clear. Ist aber eigentlich alles nicht so toll, ja. Weil da habe ich halt schon Mustangs und so weiter. Könnte noch Fortress davor spielen. Hm. Und zum Verkaufen ist ja auch kaum so richtig geeignet. Ich glaube, ich würde hier einfach die Hacker nehmen. In der Hoffnung, dass ein bisschen was durcheinander gebracht wird. Aber so richtig toll ist das nicht. Also die könnte ich jetzt auch direkt hier wieder verkaufen. Vielleicht muss ich aber auch was zurückhacken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dem möchte ich kaum einen Tech geben. Ohne einen Tech funktionieren die aber auch nicht. Hm. Ich lasse das mal so. Okay, also jetzt brauche ich hier mal noch einen Melter. Der muss eigentlich an die Stelle hier. Stellen wir den hier mit außen hin. Vielleicht übernimmt er ja doch noch irgendwas. Dann geben wir denen hier Reichweite. Dem können wir noch ein Level geben. Die Mustangs brauchen auf jeden Fall hier ein Level. Tank könnte man natürlich verkaufen und das Item irgendwie hier drauf setzen, aber ich denke, die sind ganz gut hier. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen was übrig. Hier habe ich gesagt, brauche ich noch ein bisschen Chaff. Vor allem Late Chaff. Habe ich gleich noch was dazu. Hier muss auch noch ein bisschen Late Chaff hin. Na, an die Stelle eigentlich. Hier ist jetzt auch okay. Naja, was soll's. Okay, er hat hier die Fortress geholt. Die sind natürlich nicht so toll. Vor allem jetzt nicht gegen meine Melter. Und hier übernehme ich jetzt vielleicht ein paar Balls, ja. Mal sehen. Vielleicht auch noch was Wertvolleres. Boah, aber die Map hier hat aber auch eine schlechte Performance, ne? Hier ruckelt und zuckelt alles. Okay, den hat er jetzt aber hier noch... Ne, den hat er keine Reichweite gegeben. Vielleicht sollte ich meinen Hackern einfach mal Reichweite geben. Weil scheinbar übernehmen sie ja hier doch immer mal was. Hier ist er nur so leicht gestorben, weil er zu weit vorn stand. Okay, also den überrenne ich hier komplett. Und hier bleiben jetzt die ganzen Wespen stehen. Problem ist, dass diese Wespen wahrscheinlich so gefährlich sind, dass die meine Mustangs hier auseinandernehmen. Vor allem, da das ja hier seine Artillerie ist. Und jetzt könnte hier alles... Meine ganzen Mustangs könnten sterben. Na, ein paar Wespen haben sie rausgenommen. Hm. Ja, und jetzt komme ich gegen die Artillerie da nicht mehr klar. So allein. Was hier gut wieder gegen gewesen wäre, wäre Crawler-Produktion, ja. Damit ich da zum Schluss noch ein paar Crawler übrig habe. Top Supply, Senior Attack. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich denke, so lange wird das Spiel hier nicht mehr gehen. Ich glaube, ich brauche den Senior Attack. Und da mache ich es jetzt folgendermaßen. Ich gebe hier einmal Reichweite aus. Da könnte ich eventuell durchaus was übernehmen. Die brauchen ein bisschen mehr Power. Die brauchen halt Level trotzdem. Gerade weil ich Senior Attack ausgegeben habe. Und dann ist mein ganzes Geld eigentlich auch schon alle. Die Artillerie möchte ich auch nicht verkaufen. Ich weiß, dass ich jetzt hier nichts ausgegeben habe. Aber ich finde das eigentlich so hervorragend, das, was ich hier gerade habe. Wir probieren es mal. Nächste Runde dann halt eventuell
mehr hiervon mit Crawler-Produktion. Ist halt ultra teuer, ja. Einfach sonst kann ich nicht garantieren, dass ich am Ende noch Chaff habe. Und ich brauche Chaff auch gegen die Wespen und gegen diese feindliche Artillerie zum Schluss, ja. Dann würden da ein paar Crawler einfach an diese feindliche Artillerie ranlaufen und die dann besiegen. Plus, ich denke, dass er hier durchaus weitermachen könnte mit seinen Giants, damit nicht aufhört. Und dann wären zusätzliche, ja, zusätzliche Melter auch sehr gut. So, jetzt hat er hier Feuerraketen und ich habe hier kein Schild gesetzt. Das könnte jetzt übel sein. Er hat hier auch noch ein Skorpion mit Säure. Mal schauen, wie das hier ausgeht. Hier bin ich jetzt schön im Schild drin. Und hier halt nicht. Er muss jetzt hier noch ein bisschen aufhalten. Hier habe ich zumindest was übernommen. Das heißt, da könnte der Tower relativ schnell sterben. Den holt er hier aber auch. Okay, wie sieht es hier aus? Die Wespen gewinnen wieder. Leider wieder mit sehr viel Artillerie übrig. So, den kann ich hier nicht übernehmen, weil ich jetzt gerade hier einen Debuff habe. Oder reicht es gerade so? Schön wäre es, ja. Aber es überlebt halt nicht. So. Ja, die Wespen fliegen hier vor. Das ist natürlich für mich hervorragend. Ein bisschen Artillerie steht hier noch in dem Schild drin. Aber jetzt kommen gleich die ersten Raketen. Ja, und hier müssten jetzt, wie gesagt, diese Crawler vorflitzen. Hier brauche ich ein Schild. Ja. Das nützt mir ja alles nicht allzu viel. Ich könnte eher benutzen mit Reichweite. Falls die überleben sollten, könnten sie mir zum Schluss alles gewinnen. Auch eine Möglichkeit. Wir machen das mal. Spiel mal die mit Reichweite. Die sind zumindest feuerimmun, ja? Machen wir das mal. So. Das andere möchte ich aber auch noch machen. Crawler-Produktion. Das heißt, ich nehme hier definitiv noch einen dazu. Und ich denke, jetzt gebe ich auch einen Kredit aus noch. Stellen wir vielleicht hier hin. Hier brauche ich unbedingt das Schild. Die bekommen ein Upgrade, dass die noch schneller hacken. Ja, also die haben hier gut gearbeitet. Sonst hätten die das nicht. Und was kann ich jetzt noch machen? Ich könnte theoretisch noch Speed drücken. Ist jetzt auch nicht so notwendig. Ich könnte direkt hier auch noch was wegnehmen. So ein bisschen Kleinkram. Der wird allerdings hier sowieso weggenommen. Dass es hier ein bisschen flotter geht vielleicht. Ich probier's mal. Schwierig. Oh, Selbstzerstörungs-Rhino. Das ist übel. Da brauche ich unbedingt EMP. Weil das hat jetzt hier, was hat denn das? Level 3. Das pflückt mir, glaube ich, alles durcheinander. Da hätte ich hier idealerweise... Vielleicht bleibt er hier an den Crawlern hängen. Obwohl, ey, ich übernehm's. Geht nach hinten los für ihn. Hier auf der Seite ist es auch. Okay. Hat mir aber meine Frontline auch so ein bisschen durcheinander gemacht. Jetzt könnte ja direkt von ihm Feuer dann drin sitzen. So, was machen die Phönixe? Die sollen natürlich zum Schluss alles reißen. Okay, er hat noch Fist drauf. Ja, dann brauche ich noch EMP. So, okay, was hat er jetzt hier? Ah, er hat super viel Air. Also eins von beiden muss er hier mal rausnehmen. Wenn er die Artillerie rausnimmt, dann habe ich noch Mustangs übrig. Nee, auch nicht. Und ich muss hier durch die Suppe auch noch durchstapfen. Das ist natürlich auch ätzend. Meine Phönixe sind natürlich eigentlich dafür gedacht, gegen die Artillerie vorzugehen. Aber dann müssen die Wespen ja weg.
So, mal schauen, ob das hier klappt. Hat der hier Anti-Air drauf? Das wäre nett. Ne, nur eine Fist. So. Ja, jetzt habe ich die Artillerie hier weg. Aber eben nicht die feindlichen Wespen. Und hier habe ich nichts mehr dabei. Okay, jetzt kommen hier immer mal Crawler. Aber wie gesagt, kein Anti-Air mehr. Also, bis auf die selber halt. Speed, please. Na? Allein werden sie es nicht reißen können, oder doch? Ja, die brauchen Level. Hat gereicht. Okay, mach ich damit weiter. Brauche ich halt EMP auch noch drauf. Das ist halt super teuer. Steelboard Production. Production könnte ich auch nochmal draufsetzen. Oder halt die umsonst aufleveln. Ist halt wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ich glaube, umsonst aufleveln. So, und dann gehen wir hier noch EMP aus. Muss ich aufleveln. Schild muss hin. Oder sogar zwei. Nochmal ein Level. Vielleicht Reichweite generell, aber ich könnte auch noch einen Melter hinstellen mit dem Kredit. Und das wäre halt sehr wichtig. Ich glaube, ich stelle noch einen Melter. Stelle ich mal hier hin. Ja. Ich denke, das ist alles, was ich machen kann. Den, den kann ich auch fast verkaufen. Weil ich weiß nicht, wie viel der hier tankt davor, ja. Ich habe halt dran gedacht, eventuell das Item nochmal noch auf einen anderen draufzusetzen. Die brauchen eigentlich auch noch Level, weil die dann am Ende eh verbrennen, ja. Das ist halt das Problem. Quit the battle, AI has taken over his troops. Wer schreibt denn hier? Mega Man? Achso, von meinen Alliierten ist jetzt eine AI oder was? Ja, hoffentlich ist meine AI hier gut. Ich gebe euch ja nicht auf. Vergiss es. So. Explodiert hier wieder. Hier kommt er aber schnell ran jetzt. Erstaunlicherweise. Zack, könnte ich hier auch noch gebrauchen. Ja, aber so gewinne ich gegen den da oben dann leider nicht, ja. Beziehungsweise, es könnte ja sogar noch klappen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Hier habe ich mich jetzt schwer getan auf der Seite. Nano Repair. Ist wahrscheinlich nicht schlecht hier auf so einem Melter drauf. So, der hat wieder was bekommen. Die bekommen hier die Level. Die auch. Den könnte ich ja, weil die so hohe Level haben, sogar noch ein Schild als Tech geben. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, und die haben ja eigentlich auch noch gut gearbeitet. Hier brauche ich wieder ein Schild. Hier müsste ich irgendwie noch was davor stellen. Aber er zerbombt mir halt alles. Vielleicht hier noch ein Anti-Air-Tech sogar? Ist halt super teuer. Kann ich mir alles nicht leisten. Reichweite muss ich vergeben. Kredit.
Vielleicht noch mal Attack. Das noch. Hier einfach einmal eine Rakete. Und hoffen. Ja, viel mehr kann ich hier jetzt leider nicht machen. Vielleicht hat der oben hier noch irgendeine Idee, was er tut. Also die AI. Woran sehe ich denn, dass das sehr draußen ist? Okay, jetzt ist er auch immun gegen EMP. Ist natürlich ärgerlich. Rhino kann natürlich trotzdem übernommen werden. Den Tower müsste ich wahrscheinlich hier upgraden. Hier bräuchte ich noch mehr Chaffclear direkt davor. Ja, die Seite gewinne ich, aber die halt nicht. Ja, und hier noch Sack drauf wäre hervorragend. Aber es wird dann halt richtig teuer für mich. Oder wenn er hier noch Anti-Air ausgibt, wäre nett. Hey, der hat gewonnen! Tja, was macht er sich lustig über meinen AI-Kumpanen? Könnte ich irgendwas Großkotziges schreiben eventuell? Ich lasse es mal. Giant Hunter, oh, dann bin ich reich. So, drücke ich hier Sack. Wäre eine Möglichkeit zu überleben. Die muss ich auf jeden Fall upgraden. Ja, Chaffclear hier an der Seite. Können wir noch Vulcans mit hinstellen. So ein bisschen hinten dran. Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sollte ich das machen. So, hier. Hier könnte ich ja auch noch so einen hinstellen. Dann gebe ich denen Reichweite. Gebe ich denen hier noch Level. Also wie gesagt, den muss ich hier leveln. Der kriegt... da wird das Schild halt immer stärker. Hier muss ich wie gesagt auch nochmal stellen. Kredit wird standardmäßig aufgenommen. Reichweite muss ich nehmen. Den könnte ich auch noch einmal upgraden. Und dann könnte das hier funktionieren normalerweise. Ja, wieder nicht mehr Geld übrig. Jetzt können wir noch hier hochschauen. Gibt noch Speed aus. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich hier natürlich keine Rakete. Aber ich denke, dass die hier ganz gut sind und so alles hinten dran ein bisschen rausnehmen. Der darf halt nur nicht zu schnell sterben, deswegen muss ich den hier stellen. Dann brauche ich... Ich bräuchte halt noch mehr Melter, ja, die immer mehr noch vorschicken. Ich habe auch drei Tags drauf. Jetzt spielt er selber Melter. Die hoffentlich hier auf Crawler gehen. Okay, also der geht hier zumindest drauf, der Vulcan. Sofern ich das erkennen kann. Hier überrennt er mich dann trotzdem, oder? Weil es geht. Ja, und jetzt habe ich hier sogar rechtzeitig einen Debuff. Ja, und genau das Tower-Timing. Der braucht noch ein Upgrade. Sehr schön. Boah, wie viel Geld habe ich denn jetzt hier gemacht? Und meiner gewinnt. Mein AI-Alliierter, so wie es aussieht. Ja, hier steht nämlich nichts, nichts. Aber das hat ja damit nichts zu tun, oder? Keine Ahnung. Vielleicht war er auch noch im Spiel. Wer weiß. Jetzt gucken wir nochmal, ob es jetzt für mich einen finalen MMR-Wert gegeben hat. Oder wieder nicht. Plus 77 immer noch nicht. Könnte aber so bei 500 dann starten, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.